etliche der Herausforderungen, vor denen wir stehen, benannt. Und ich habe... Ehrlich gesagt, der einzelne Herr hat eine gute Stimme, der hat gar kein Mikrofon zur Unterstützung und trotzdem ruft er so laut, alle Hochachtung. Also, meine Damen und Herren, das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen in den nächsten Jahren. Wir brauchen Europa. Wir brauchen Europa, um gemeinsam erfolgreich sein zu können in der Welt mit unseren Vorstellungen. Wir brauchen ein starkes Europa. Ein Europa, in das nicht zum Schluss nur noch Besucher kommen, um zu gucken, wo das erste Auto erfunden wurde und Schiller und Goethe gelebt haben, sondern ein Europa, in dem spannende Produkte hergestellt werden. Und Deutschland ist immer noch gut dabei, andere europäische Länder auch. Aber wir haben jetzt im Zusammenhang mit der ganzen Diskussion über den Datenschutz auch erlebt, wenn man sich mal vorstellt, wer alles im Internet heute führend ist, da gibt es nur noch selten europäische Firmen. Das heißt, wir müssen dranbleiben. Wir nutzen alle Apple, wir nutzen alle Microsoft, wir kennen Yahoo, wir kennen Google, aber nichts davon ist in Europa entstanden. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir auch weiter vorne...